Control Traffic, für die, die es nicht kennen. Das heißt, alle Spuren, die ich fahre, die sind vorher schon festgelegt, die sind vorher geplant und die Maschinen sollen auch möglichst immer in den gleichen Spuren fahren. Also in meinem Fall ist es so, Düngerstreuer und Spritze fahren auf 36 Meter und der Mähdrescher und Überladewagen auf 12 Meter. Also jedes dritte Mal fährt er auch wieder in der Fahrgasse. Die Sämaschine passt nicht ganz rein, die ist 6 Meter, die fährt halt immer noch mal wieder dazwischen, aber die ist auch einiges leichter, da bin ich nicht ganz so einen hohen Achslasten bei. Und im Endeffekt, wenn man sogar genau nimmt, jede Maisreihe ist eigentlich festgelegt und selbst auf einem Feld von über 60 Hektar Größe, müsste ich noch einmal kurz drauf gucken, könnte ich sogar genau sagen, wie viele Getreidereihen ich in dem Feld habe. Im Endeffekt, jetzt bei mir im Betrieb, werden noch Pi mal Daumen 16% der Fläche mit schwerer Technik überrollt. Also Mähdrescher, Spritze, Düngerstreuer, Überladewagen. 3% davon sind sowieso in der Fahrgasse. Zusätzlich kommen nochmal 18% mit der Sämaschine und Traktor mit weniger Luftdruck, weniger Achslasten dazu. Zwei Drittel der Fläche bleiben unberührt und die können mehr Wasser speichern und damit höher ernten. Das System kommt aus Australien, da holen die über 10% Mehrertrag damit raus. Das schaffen wir hier, denke ich mal, nicht, aber bei der Betriebsgröße, auch wenn ich selbst nur bei 3-5% bin, da kommt schon eine Menge zusammen. Und das noch wieder dadurch, dass ich mir das Direktsaatsystem nochmal wieder verbessere, nochmal wieder weniger Pflanzenschutz brauche, weil die meisten Krankheiten entstehen da, wo der Boden anaerob ist, hilft mir das nochmal weiter. Da sieht es bei mir auf dem Betrieb so aus, diese rote Linie hier, das ist die Fahrgasse. Der Mähdrescher, das ist die grüne Linie, da fuhr der Mähdrescher vorher her. Nicht genau in der Fahrgasse, weil wir haben halt in Deutschland das Problem, ich darf ja nicht alle Maschinen 3,50 Meter Außenbreite haben, deswegen passt das nicht genau zusammen. Der Überladewagen, der jetzt gleich kommt, ist die blaue Linie hier, der hat ein bisschen breitere Reifen drauf und die Sämaschine mit dem Trecker zusammen, die gleich in 5 Minuten ungefähr da ist und die Zwischenfrüchte reindrillt, die braucht hier die Spur und wenn man es nochmal genau nimmt, wäre hier und hier auch nochmal eine. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit Drohnenbildern gearbeitet hat. Aus der Luft, es sieht alles schlimmer aus, als es ist. Es ist zum Beispiel eine super Sache, um Mäusenester zu finden. Man denkt auf ein Luftbild, da steht gar nichts mehr. Ich hatte auch mal, wo die Wildschweine gewühlt haben, ich denke, ach du Scheiße, die sind die kompletten Fahrgassen entlang gegangen, da ist gar nichts mehr. Hingegangen, habe geguckt, ach ja Mensch, da stehen immer noch 60%. Also es steht aber nur weniger da. Aber ob das irgendwie die grüne Farbe nicht so erkennt, die Kamera oder sonst was. Es ist sehr, sehr gut, um kleine Fehler zu finden. Und ich kann hier sehr deutlich sehen, das sind die Fahrgassen und hier sind die Spuren, wo der Mähdrescher hergefahren ist. Und dann mal eine Rapspflanze rausgezogen, einmal in dem Bereich, der nicht überrollt wird und in dem Bereich, der überrollt wird. Das ist von der Größe halt schon ein immenser Unterschied. Jetzt muss ich natürlich so sehen, diese Spuren hier, die wären ja theoretisch 10% der Fläche, aber jedes dritte Mal davon ist es sowieso die Fahrgasse. Oder ein Teil davon, da bin ich immer bei 8%, die dann halt so schlecht aussehen, statt einen ganz großen Anteil. Und es gibt eine Untersuchung aus Kanada, die sagen, wo einmal eine 10-Tonnen-Achse hergefahren ist. Also, jetzt muss man natürlich überlegen, die sind nicht so genau wie wir Deutschen, die sagen nicht bei welchem Luftdruck, bei welcher Bodenfeuchtigkeit, welche Reifengröße etc. Die haben nur gesagt eine 10-Tonnen-Achse. Wo die einmal hergerollt ist, erntet man im nächsten Jahr, also in deren Versuch, 10-15% weniger. Die sind halt genau die Spuren, haben die gemessen. Und in 10 Jahren immer noch zwischen 3-5% weniger. Und wenn ich jetzt im Random Traffic, also wenn ich kreuz und quer fahre, jedes Jahr irgendwo so 70-80% überrolle, dann bewege ich mich eigentlich ständig irgendwo in diesen 10% wieder. Und das wird sich auch wieder mit den Versuchen aus Kanada decken. Aber wie gesagt, anderes Klima, andere Böden, Australien genauso. Ob alles hier so passt, gibt es auch, glaube ich, noch keine richtigen Versuche zu. Zu dem gerade Gesagten auch nochmal ganz interessant. Man sieht hier, wir hatten vorher ein 30 Meter Fahrgassensystem. Man sieht noch die 3 Jahre alten Fahrgassen. Also somit, das wird sich auch mit dem decken, was da in Kanada rauskam. Und nochmal so eine Information, alles was hier rot umrandet ist, das ist Direktsaat, was hier blau umrandet ist, ist Mulchsaat. Also die Direktsaat muss auch nicht unbedingt auch schlechter aussehen, selbst in einem Raps, was wirklich schwierig ist, wenn man mit der passenden Drilltechnik angeht. Das Control Traffic mal komplett zu Ende gedacht. Es ist ja so, dass alles irgendwo, wenn man Mais im Betrieb hat,
auf den 75 cm der Maisreihe basiert. Also die Spurreihe ist ein Vielfaches davon, die Teilbreiten vom Spritzgestänge sind ein Vielfaches, die Maschinenbreiten, es basiert alles irgendwo immer auf 75. Und ich bin dann da hingegangen, habe mir die Drille so gebaut, dass auch die Getreidereihe da wieder reinpasst. Also habe ich praktisch genau 4 Weizenreihen zwischen der alten Maisreihe, hier rot eingezeichnet, man kann es dann im Hintergrund auch leicht sehen, das ist Weizen in Direktsaat nach Körnermais. Somit habe ich den Weizen halt nicht auf der Maisreihe stehen, in keiner Reihe, die Tiefenführung geht besser, die Schare, die fangen nicht an zu hüpfen und hat auch noch andere Vorteile, wo wir nachher noch drauf eingehen. So mal, um so ein paar Ideen zu kriegen, was in anderen Ländern gemacht wird. Hier das aus Kanada, Australien machen es auch viel, Interrow Seeding oder dass sie jedes Jahr die Spur einmal versetzen, dass sie nicht wieder in die alten Stoppeln reingedrillt in der Direktsaat. Hier, das ist von Lowenstein-Lage, hat jetzt auf dem Bildchen noch nichts direkt mit dem CTF zu tun. Was die aber viel mittlerweile machen, ist Skip Row. Das heißt, die lassen beim Mais jede dritte Reihe aus, haben also immer im Wechsel 75 cm Abstand, 1,50 m, 75, 1,50 m. Die haben einige Versuche dazu laufen und festgestellt, dass sie im Körnermais nicht weniger ernten. Und das gleiche habe ich bei mir auch, ich habe Fahrgassen drin, ich ernte in der Fahrgasse nicht weniger Körnermais. Die Sonne geht tiefer rein in den Bestand und die unteren Blätter sind für die Kolbenfüllung zuständig. Was aber dann hier nochmal wieder interessant ist, wenn die diese Skip Row machen, können die in diesen 1,50 Bereich sehr gut eine Untersaat reinmachen und machen da nochmal ein Mob Grazing, das heißt, die jagen die Schafe dadurch, die fressen diese Untersaat weg, haben erstens Futter für wenig Geld, bringen dadurch durch den Kot nochmal die frische Biologie in den Boden rein, was ich über die Gülle nicht habe, weil Gülle ist ja mit Urin vermischt, da habe ich nicht mehr die Bodenbiologie oder die Biologie drin, die ich auch im Boden brauche. Die haben die Untersaaten, die machen Nährstoffe verfügbar, die sammeln teilweise Stickstoff und so weiter, schützen vor Krankheiten, die Bestände riechen anders, die können sich ein Insektizid einsparen oder sonst was. Die haben ja schon ganz andere Probleme im Mais, was Insektenschäden angeht. Die brauchen ja sogar schon Fungizide in Amerika, weil sie ständig Mais haben. Eine andere Sache ist Relay Cropping. Oder was eigentlich noch ein bisschen deutlicher hergibt, ist dieses Bild. Die machen alle 2 Jahre Mais und in einem anderen Jahr wird ein Weizen gedrillt und im Frühjahr in den Zwischenreihen, das auch auf 75 cm basiert, wird Soja runtergedrillt. Und wenn dann der Weizen weg ist, kommt dazwischen noch wieder eine Zwischenfrucht. Also die haben in 2 Jahren 3 Ernten und einmal eine Zwischenfrucht. Jetzt muss man dazu sagen, die sind irgendwo beim 40. bis 43. Breitengrad und haben um 1000 mm Niederschlag auch relativ nett übers Jahr verteilt. Da sind wir natürlich nicht. Die Erfahrung bei denen und auch teilweise in Frankreich sind, die haben in dem System noch immer 80-90% vom Monocrop-Weizenertrag und das gleiche auch beim Soja. Und was für mich halt richtig interessant hierbei ist, der Weizen, der ist ja jetzt tot, der ist ja schon ganze Zeitchen tot, der macht keine Wurzelexudate mehr und nichts. Aber die Sojapflanzen machen weiter, füttern weiter das Bodenleben, halten es im Gange und das arbeitet dann für mich. Und ich sag mal, im gewissen Sinne habe ich auch nochmal eine Art Krankheitsbarriere nochmal zwischen den Reihen. Das ist halt noch ein kleiner Nebeneffekt. Zu dem Schneidwerk kurz, die meisten machen es so, ich sag mal für den Versuch, ich habe es auch bei mir auch übertrieben, ich werde einfach nur Leerrohr aufschneiden, übers Messer schieben, fertig. Von Flexifinger gibt es in Amerika solche, ich sag mal, solche Platten, die da vorgesetzt werden, die die Sojapflanzen ein bisschen runterdrücken. Und hier der Betrieb von John Kutz, der hat einen speziellen Maispflücker. Da sind hier so Gummibänder rechts und links und am Ende ist nur ein einfaches Messer, was es abschneidet. Er kann damit auch Getreide ernten. Also das ist ein Maispflücker, wo wirklich die ganze Pflanze durch den Drescher geht. So sieht es halt nach der Ernte aus. Eine Stunde später sieht der Soja schon nicht mehr so schlimm aus. So sieht es nochmal ein bisschen später aus. Man erkennt eigentlich schon fast nicht mehr, dass der Drescher dahergefahren ist. Auch kurz zur Info, das ist alles so abgestimmt, die Raupen und Reifen, die laufen auch genau in den Getreidestoppeln. Und darüber kommen wir auch wieder in diesen ganzen CTF-Gedanken rein. Nochmal ein bisschen später und in der Regel sind dann jetzt auch langsam die Zwischenfrüchte so weit, dass sie schon wieder kommen. So sieht das jetzt bei mir auf dem Betrieb aus. Das ist ein Bild, ich glaube, das war im Oktober
Nochmal dran denken, es ist sehr, sehr trocken bei uns gewesen, deswegen liegen auch noch so viele Stoppeln da. Ich werde einen ganz kleinen Versuch mit Soja machen, nicht mal einen Hektar. Ich gebe da nicht viel drauf. Wir sind, wie gesagt, sehr weit nördlich. Ich werde es mit Ackerbohnen versuchen, mit Erbsen etc., mit Buchweizen und noch ein paar Sachen. Es kann einem keiner richtig was sagen, was mit den Früchten los ist, die dazwischen kommen. Ich habe es bei Horst gesehen mit Soja, die Pflanzen waren wesentlich kleiner darunter, deswegen habe ich auch ein bisschen Hoffnung, dass es mit den Ackerbohnen funktionieren könnte. Ich werde es einfach ausprobieren. Und was am Ende überbleibt, dann habe ich gesagt, gut für das Wissen. Noch eine andere Idee von dem CTF ist das Schafflining. Es wird sozusagen das ganze Kaff genau in der Reihe hinter den Spuren abgelegt. Wo auch gerade die Australier, wo es herkommt, sagen, ja, da ernte ich ja sowieso nichts. Gut, wenn man auf der restlichen Fläche auch irgendwo bei 2 Tonnen liegt, dann bestellt man diese Stellen gar nicht mehr, die verdichtet werden. Und so sieht das ein bisschen später aus. Und das ist ein Bild aus England. Ausnahmsweise mal nicht der Fuchsschwanz, sondern die Trespe. Also es scheint da auch zu funktionieren, wobei es aber auch aus Deutschland Versuche gibt, wo die gesagt haben, Mensch, gerade der Fuchsschwanz, das meiste liegt schon auf dem Boden, wenn die mit dem Drescher kommen. Also da muss man auch ein bisschen bedenken. Und noch eine Alternative zu dem Ganzen ist der Herring Seed Destructor. Südlich von Paris läuft eine Maschine damit, den habe ich im Herbst besucht, funktioniert noch nicht so ganz, ist zu feucht bei uns. Also das verstopft noch, da müssen die noch ein bisschen was dran machen. Aber das ist halt eine Sache, das wird das ganze Aufschlaggetreide minimieren, die Unkräuter etc. und wird uns auf Dauer auch wieder helfen, dass wir weiter Herbizide reduzieren können oder halt auch mal länger mit ihnen auskönnen und kommen und die Resistenzproblematik auch mal wieder ein bisschen in die Länge ziehen. Zur Erklärung, ein Seed Destructor, das ist eine Käfigmühle mit einer sehr, sehr hohen Drehzahl, wo das ganze Kaff durchgeleitet wird und die das komplette Kaff inklusive der Unkrautsamen eigentlich pulverisiert. Ist aber natürlich so ein Seed Destructor, das hört sich an wie ein Düsenjet. Also da gehen ungefähr 100 PS bei Flöten und eine ganze Menge Staub. Sehe ich auch ein bisschen Risiko, dass das Ding Feuer fängt.